Hallo meine lieben Freunde und heute geht es los. Heute ist unser erster Tag, wo wir ins Wasser gehen und tauchen. Wir haben die Tanks gerade gefüllt und wir sind an der Playa de Granadella und werden jetzt hier in aller Ruhe unsere Sachen zusammenbauen und dann runter zum Strand schleppen natürlich und dann geht es ins Wasser. Und die Kamera geht natürlich mit und da werden wir dann mal schauen, wie es unter Wasser aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. We'll be right back.
Wir haben uns schon selbst gewundert, was da an diesem Strand los ist. Also wenn ihr da hinter mich schaut, so an der Seite, das Ding ist voll, voll, voll. Ne? Wir haben uns gestern schon gewundert, wo wir ja tauchen waren, dass der Strand auch da, wo wir waren, in Granadella, war richtig voll gestopft. Da war es für mich leider nicht möglich, dass ich so einen kleinen Abspann drehe von unserem Tauchgang, was ich dann jetzt hiermit im Grunde genommen nachhole. So einen kleinen Repeat vom Tauchgang. Es war recht angenehm. Wir sind eine Stunde getaucht, sind in tiefen Bereichen getaucht, 5 bis knappe 10 Meter und haben auch so einige kleine Kaverneneingänge gefunden. Es gibt sogar Fisch unter Wasser, ja, das hat man dann auch gesehen, kleine Fischschwärme, Seegrasflächen, Felsen, durchtauchen, runter drüber, seitlich vorbei. Also es war nicht schlecht. Das Problem ist natürlich dann, wenn du wieder aus dem Wasser kommst und hast den Strand voller Menschen, da ist natürlich so ein bisschen Ausrüstung tragen angesagt. Aber wir sind ja fitte Leute, also wir haben das geschafft mit links. Und von daher ging das recht gut und wir sind wohlbehalten dann wieder zurück nach Daimus gefahren. Tauchen selbst war gut, war recht gut und so kann es weitergehen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Uwe.